Martin wacht morgens mit einem furchtbaren Kater auf. Er zwingt sich, die Augen zu öffnen und blickt zuerst auf eine Packung Aspirin und ein Glas Wasser auf dem Nachttischchen. Er setzt sich auf und schaut sich um. Auf einem Stuhl ist seine gesamte Kleidung, schön zusammengefaltet. Er sieht, dass im Schlafzimmer alles sauber und ordentlich aufgeräumt ist. Und so sieht es in der ganzen Wohnung aus. Er nimmt das Aspirin und bemerkt einen Zettel auf dem Tisch. Liebling, das Frühstück steht in der Küche. Ich bin schon früh raus, um einkaufen zu gehen. Ich liebe dich! Also geht er in die Küche und tatsächlich, da steht ein fertig gemachtes Frühstück und die Morgenzeitung liegt auf dem Tisch. Außerdem sitzt da sein Sohn und isst. Martin fragt ihn, Kleiner, was ist gestern eigentlich passiert? Sein Sohn sagt, Tja, Paps, du bist um 3 Uhr früh heimgekommen, total besoffen und eigentlich schon halb bewusstlos. Du hast ein paar Möbel demoliert, in den Flur gekotzt und hast dir fast ein Auge ausgestochen, als du gegen einen Türgriff gelaufen bist. Verwirrt fragt Martin weiter, Und warum ist dann alles hier so aufgeräumt, meine Klamotten sauber zusammengelegt und das Frühstück auf dem Tisch? Ach, das, antwortet ihm sein Sohn. Mama hat dich ins Schlafzimmer geschleift und aufs Bett gewuchtet. Aber als sie versuchte, dir die Hose auszuziehen, hast du gesagt, Hände weg, Fräulein, ich bin glücklich verheiratet.